percussione, cerca l'ingresso in area ancora. Kega, davanti al portiere, Kega, rette, 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 rette. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier den 92er KK abschließen, die SBC. Wenn man nichts im Verein hat, ist es sehr, sehr teuer, kostet über 100.000. Ich muss nicht so viel bezahlen, habe, glaube ich, 50.000 ungefähr bezahlt. Hat aber auch sehr viele Spieler untauschbar, also, und schon vorher eingekauft. Gehen wir hier mal rein, was wir hier brauchen. Wir brauchen hier einen von Mailand, einen von Real Madrid und einen von Orlando. Da müsst ihr einen KK snipen. Der kostet auch 10.000, also kostet halt seinen Preis. Gehen wir mal durch, auch Perrin 8.000, der hier 3.000. Ja, Manolas 8K, auch sehr teuer. Kolarov 3.000. Den Rest hatte ich so untauschbar oder halt schon vorher als erst besetzt. Chevinko nochmal 5K. Also das hier ist schon ordentlich teuer, wenn ihr nicht ein paar Erstbesitzer habt. Sehr, sehr teuer. Schaut, vielleicht habt ihr ein paar Erstbesitzer, könnt ihr irgendwie reinpacken. Sollte auf jeden Fall jeder so hinbekommen. Senden wir das Ding ab. Dann haben wir die erste Challenge abgeschlossen von KK. Ja, ist ja eh gut für ein Rating. 92 kann man ja irgendwann für einen Icon SBC abgeben. Werden wir natürlich trotzdem mal austesten, den Kollegen. Ihr seht hier, ich habe auch hier eine rote Karte drin. Wenn ihr die rote Karte nicht habt, müsst ihr nochmal 10k mehr bezahlen. Könnt natürlich vielleicht auch eine andere Karte nehmen, aber Marquinhos würde sich halt jetzt perfekt ergeben, da halt auch Brasilianer ist. Die Challenge ist auch nicht so teuer. Gehen wir mal durch. Fährmann haben wir als Erstbesitzer, wird euch knapp 10k kosten. Willian auch 10k. Wie gesagt, Marquinhos würde auch 10k knapp kosten, also die sind sehr, sehr teuer. Naldo kostet hier auch 10k, Schmelzer sehr, sehr günstig. De Rossi habe ich genommen, hier ist egal, einfach ein 83er. Ihr könnt hier jeden 83er, habe ich untauschbar, De Rossi, deswegen habe ich ihn hier reingegeben. Und vorne die kosten halt so, der Weigel kostet 1500, die anderen hier würden 3000 ungefähr kosten, weil die halt 82er sind, kosten die 3000. Habe ich alle untauschbar, deswegen gehen wir die alle ab. Ist nicht so teuer im Endeffekt, gehen wir das Ding ab. Ist immer noch billiger wie alle Lösungen, wo ich gesehen habe. Deswegen könnt ihr diese Lösung so auf jeden Fall machen. Und Freunde, wenn euch das natürlich gefällt, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Die Karte von KK sieht sehr, sehr nice aus. Wie gesagt, werden wir mal testen. Wahrscheinlich kann man nicht komplett durchspielen lassen. Er hat hier leider nur 55 Ausdauer. Finde ich ein bisschen schade. Aber der Rest sieht sehr, sehr nice aus von der Karte. Werden wir auf jeden Fall mal spielen. Vielleicht eine Halbzeit oder so. Geht auf jeden Fall klar. Nice Karte. Werden wir mal testen. Jetzt holen wir noch die zwei Packs ab, Freunde, und dann wird es das gewesen sein. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen. Prime Goldspieler Set, oh, das sind nicht mal so schlechte Sets. Schauen wir mal, vielleicht bekommen wir was zurück. Da haben wir auch ein bisschen was bezahlt. Boah, kein Schlitz, man kennt's. Aber es gibt auch 82er, die was wert sind. Das hätte auch Bernard sein können. Ich habe es jetzt weggedrückt, aber ich glaube, es ist nicht Bernard. Weil den habe ich nicht im Verein. Dann ist es ein anderer, dann ist es wahrscheinlich Gaia oder Grimaldo oder wie die heißen. Oder er hier, ja. Ist ja was wert. Ja, ein bisschen mehr wie ein Tausender, ist okay. So, die anderen hier nehmen wir mal mit. Den Ball stoßen wir natürlich ab. Genauso wie das hier, das braucht man nicht. Rest in den Verein und dann kommen wir zum letzten Pack, Freunde. So, das letzte Pack für den KK. Hab jetzt einen Schlitz hier, ja. Geiert nicht rum. Ja. Zieht Geiern rum, aber na, egal. Ob ein 82er wenigstens. Ja, kommt, es ist ein 82er, ja, ist okay. Moutinho Man 82er, wie gesagt, ist ein 3K. Ist schon okay. Besser wie nichts. 2,82er sogar, perfekt. Moutinho, ja, 3,7 ungefähr. Nehmen wir natürlich mit, werde ich verkaufen. Ich brauche die nicht. Deswegen verkaufen wir die. Und diesen Vasquez verkaufen wir. Wahrscheinlich auch, ja, 2,9, das stelle ich den rein, ist nicht ganz so teuer, obwohl den könnte ich behalten. Ich werde ja eh noch ein paar Inform-Packs machen, deswegen den behalten, weil das ist nicht so viel teurer. Die packen wir auf die Transferliste. Und Freunde, dann wäre es das mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.